Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir machen einen zweiten Vergleich. Diesmal geht es nicht um Kühlschrank, also um Kühle, sondern um Wärme. Es geht um die Heizung. Genau, und vergleichen tun wir hier die Truma Kombi 6E. Das ist nämlich die Gasheizung. Mit der Truma Kombi 6DE. Die Dieselheizung. Und genau. Das gibt es aber erst nach unserem Intro. So, wie ihr seht, wir haben wieder den Platz gewechselt. Wir sind wieder in einem anderen Fahrzeug, denn jetzt geht es wieder darum, wir müssen ein bisschen berichten über die Truma 6E. Ist das auch eine Kombi? Nein, Truma 6E. Doch, oder? Das ist eine Kombi. Es sind alles Kombi. Truma Kombi 6E, also sprich Gasheizung. Wir haben uns ja für unser eigentliches Fahrzeug ja eine Dieselheizung gewünscht, haben in unserem Übergangsfahrzeug eine Gasheizung und so können wir wunderbar eigentlich berichten für und wieder Pro und Contra Gas-Dieselheizung und dementsprechend werden wir jetzt erstmal alles aufzählen, was denn was Gutes ist an einer Gasheizung und danach bringen wir, was ist Gutes an einer Dieselheizung und dann werden wir einfach mal den Vergleich ziehen. Deshalb Stefan, du hast Ahnung von Heizung, ich kann nur warm pupsen, dann ist hier auch warme Luft drin. Das wollen wir aber nicht. Sondern jetzt geht es um Gas. Ja, was wir uns jetzt anschauen, ist ja die Truma 6E. Wir haben eine Gasheizung mit 6 kW. Das Kombi steht dafür, dass wir einen Boiler integriert in dieser Heizung haben. Das heißt, sie kann nicht nur heizen, sondern sie kann auch warm Wasser machen. Der Boiler umfasst 10 Liter, ist bei beiden Heizungen gleich, also auch keine Unterschiede dabei. Lediglich haben wir den Unterschied natürlich von dem Treibstoff her. Das eine wird halt mit Gas betrieben und das andere wird halt dementsprechend mit Diesel betrieben. Beide haben Verbrauch, das kann man auch schon mal dazu sagen. Wir haben bei beiden Varianten auch die Möglichkeit mit 2 kW elektrisch zuzuheizen. Das ist dafür steht dieses E im Namen drin. Genau. Und von der Leistung her, habe ich ja gesagt, sind sie gleich. Dementsprechend kann man auch dementsprechend guten Vergleich ziehen. Bei der Gasheizung muss ich sagen, finde ich super, geht sehr, sehr schnell warm hier im Fahrzeug, also ich stelle die ein und sie fängt auch relativ zügig an zu zünden, also man hört erstmal ein Lüftungssystem und dann geht es plötzlich irgendwie, das ist zack, 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 zack und dann hat die schon gezündet. Dann braucht es einen Moment, bis dann die warme Luft strömt, aber das geht auch wirklich verhältnismäßig sehr schnell. Von der Größe her weiß ich, nehmen die beide sich nicht viel. Diese Heizung hat halt so eine kleine zusätzliche Ausbuchtung an der Seite. Daher ist sie ein ganz bisschen paar Zentimeter größer. Das ist aber wirklich imaginal. Es ist nicht viel. Sie passt hier natürlich in diesem Fahrzeug gut rein, ist unter dem Bett verbaut. Daher haben wir hier natürlich einfach mal alles aufgemacht. Und vom Schornstein her haben wir hier so einen Schornstein, der dementsprechend für das Gas zuständig ist, auch an der Seite außen, blenden wir euch jetzt mal ein, ist der Ausströmer natürlich ein anderer als bei der Dieselheizung. Vom Gasverbrauch her können wir so sagen, also wenn man es halt so ein bisschen muckelig schön warm haben will, also so auch 20, 21 Grad und man ist, sage ich mal, auch eine Woche unterwegs, dann hat man vielleicht Außentemperaturen, wie wir jetzt hier gerade von 3 Grad ungefähr, brauchen wir ungefähr eine Gasflasche, also sprich einmal 11 Kilo alle 4 bis maximal 5 Tage. Also verbrauchstechnisch her wird hier das Gas verbraucht und man muss es halt öfter wechseln. Der Nachteil ist, diese schweren Gasflaschen muss man natürlich schleppen, rausbauen, reinbauen. Das kennt jeder, glaube ich, beim Fahrzeug. Beim Diesel habe ich natürlich den Vorteil, ich fahre zur Tankstelle und tanke dementsprechend Diesel. Wie das vom Verbrauch her ist, das schauen wir uns nachher bei der Dieselheizung an, aber das ist das Thema erstmal zur Gasheizung. Eine Sache habe ich noch vergessen, daher habe ich mir mein Handy nochmal zur Hilfe genommen, denn es geht um den Stromverbrauch im 12-Volt-System. Wir wollen ja auch autark unterwegs sein und dementsprechend stehen. Ich nehme jetzt die originalen Zahlen, die uns da dementsprechend die Firma Truma, der Hersteller, zur Verfügung stellt. So, die Gasheizung bei der Kombi 6 ist im Durchschnitt bei 1,3 Ampere.
So, das heißt, es ist relativ okay. Beim Diesel ist es allerdings ein bisschen mehr, deswegen muss man das halt wissen. Vom Diesel sprechen wir halt so ungefähr von 1,8 bis 4 Ampere. Im Regelbetrieb sollen es aber so um die 1,8 Ampere maximal sein. Das bedeutet natürlich, dass wir ein wenig mehr Stromverbrauch haben und gegebenenfalls mindestens eine zweite Batterie oder sogar Lithium am besten haben sollten. Das sollte man zu den beiden Heizungen natürlich wissen. So viel zur Truma Kombi 6e. Muss jetzt fertig, ich meine schon das Falsche gesagt, die 6e. Und wie ihr wisst, wir müssen jetzt wieder switchen. Das heißt, wir müssen unser Aussehen verändern, wir müssen unsere Kleidung verändern und das ganz wichtig, wir müssen das Auto ändern. Deshalb springen wir jetzt in ein Auto, wo eine Truma Kombi 6DE verbaut ist. Und das machen wir wieder gleich nach dem Klatscher. Und schon sind wir wieder in einem anderen Fahrzeug und zwar wieder in unserem Buggy. Damit ihr es ein bisschen wieder versteht, unsere Aufnahmen, die wir gemacht haben, sind einmal im Kuwi, unser Alternativfahrzeug. Da war die 6E drin und hier in unserem Buggy ist die 6DE drin. Deshalb können wir wunderbar vergleichen Diesel- und Gasheizung. Und jetzt geht es darum, wir machen einen Blick in die Gasheizung. Stimmt gar nicht. Haben wir ja schon gemacht. Wir machen einen Blick in die Dieselheizung und das wird euch Stefan zeigen, weil der hat davon Ahnung. Ich habe von was anderes Ahnung, habe ich euch auch schon erzählt, deshalb sage ich jetzt nicht noch einmal. Schauen wir uns die Heizung doch einmal genauer an, aber so viel Unterschiede wird man, glaube ich, gar nicht feststellen, denn von den Maßen her ist sie sehr ähnlich. Das Einzige, was sich ein bisschen verändert hat, sind zwei Anschlüsse. Also den großen Anschluss, den kennt man auch bei der Gasheizung und den kleinen Anschluss, das ist nämlich die Außenluft, die extra angesaugt wird von der Dieselvariante. Ja, und ansonsten sieht man den Unterschied auf dem Kennzeichenschild oder auf diesem Kennschild. Da steht nämlich D6E, also die Kombi D6E. Die Dieselvariante. Was ist optisch anders an der Heizung? Jetzt habt ihr das gerade reingeguckt, sagt er, ist doch alles gleich. Nee, fast alles gleich. Es ist nämlich von außen ein kleiner Unterschied, denn draußen ist einfach der Kamin ein anderer. Das blenden wir euch gerade mal ein. Das kennt ihr auch. Und theoretisch etwas, was man außen auch mitbekommen kann. Es könnte stinken. Und zwar nach Diesel, weil ist ja eine Dieselheizung. Das heißt, Richtig. draußen könnte man. Man merkt auch, wenn man davor ist, dass Wärme kommt. Das habe ich, glaube ich, beim Gas so nicht Doch, empfunden. hast du auch gehabt, aber man hat es halt vielleicht anders so Vielleicht hat gehabt. man es anders empfunden. Auf jeden Fall, das muss man sagen. Und wenn sie qualmt, liebe Leute, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht mit der Heizung. Weil in Regel qualmt sie nicht. Eigentlich sollte sie nicht qualmen, genau. Aber kommen wir nochmal später darauf zu, was das nämlich dann sein kann. Jetzt wollen wir. Weil sonst gibt es zu der Dieselheizung nicht anders zu erzählen, was zu der Gasheizung zu erzählen war. Gehen wir explizit in den Vergleich. Wir machen die Verbrauchswerte. Richtig. Was ist apptechnisch anders? Da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Ein gravierenden sogar. Wir haben ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt. Ja. Tun wir immer noch. Und jetzt muss ich überlegen, gewichttechnisch gibt es eine Sache, die man beachten muss, was vielleicht viele nicht wissen. Und dann natürlich am Schluss. Nachdem wir alles verglichen haben, gibt es nochmal ein Fazit. Unser persönliches Fazit, müssen wir nochmal dazu sagen, ne? Genau. Und jetzt Fangen wir vergleichen mit wir. dem Verbrauch an. Ich versuche euch da mal kurz und knapp durchzuleiten. Ich habe mir hier eine kleine Hilfstabelle gebaut. Insgesamt habe ich vier Leistungsstufen, die ich vergleiche, nämlich 1000 Watt, 2000 Watt, 4000 Watt und 6000 Watt. Wobei man dazu sagen muss, dass die Gasheizung auf 1000 Watt nicht laufen kann. Das kann aber die Dieselheizung, denn die hat nämlich noch eine erste Stufe dann sozusagen. Ja, ich habe alle Werksangaben von Truma genommen, also von daher, das sollte auch alles gleich sein. Dann habe ich Kiloflasche gerechnet, also 11 Kiloflasche Gas bei 23,80. Das ist so ein Mittelwert, den ich ausgerechnet habe. Mal kostet halt 25 Euro, mal ein bisschen weniger die Gasflasche. Und für den Euro-Liter-Preis habe ich 1,60 Euro. Das sind so die aktuellen, ich sag mal, Euro-Preise für den Liter Diesel. Genau, wir gucken uns einfach mal an. 1000 Watt kann nämlich die Dieselheizung und da hat sie einen Verbrauch von 111 Milliliter die Stunde und das macht dann 0,176 Euro. So, die Gasheizung kann da halt nicht laufen. Sie fängt erst bei 2000 Watt an. Wir gucken uns 2000 Watt an. Ich sage euch jetzt einfach nur mal so preislich den Vergleich. Bei der Gasheizung liegen wir bei 0,1762 Euro. Und bei der Dieselheizung liegen wir bei 0,3
0,352 Euro. Also das heißt doch ein erhebliches Eckchen mehr. Bei 4000 Watt, wenn sie das verbraucht, liegen wir in der Stunde bei 0,3414 Euro. Das ist bei Gas. Und bei Diesel ist es dann 0,68 Euro, also auch knapp das Doppelte. Und bei 6000 Watt verändert sich auch nicht viel mehr, auch das Doppelte. Nämlich haben wir bei der Gasheizung 0,5065 Euro und bei der Diesel haben wir 1,008 Euro. Also das heißt, ihr habt ungefähr den doppelten Verbrauch bei einer Dieselheizung. Das solltet ihr wissen. Jetzt sind euch ganz schön viele Zahlen um die Ohren geflogen, würde ich sagen. Oder was würdest du sagen wollen? Ja, er hat Angst gehabt, dass ich so mache im Hintergrund. Nicht so lange, dass er mich abwurzen will. Ja, wir müssen ja aufpassen. Ihr wisst, unsere Videos sind schon lang und solche Vergleiche wollen wir aber detaillierter machen. Ne? Es ist zwar unsere Erfahrungsberichte, die wir bringen, aber trotz allem soll es detailliert sein. Gerade was eine Berechnung angeht. Und da merkt man wirklich, es ist halt die Hälfte teurer. Klar könnte man jetzt sagen, die Gaspreise steigen. Wir haben teilweise auch 30 Euro schon gesehen. Aber wir haben heute 1,82 hier in Hamburg gesehen. Ja, es ist halt unterschiedlich. Das muss man halt dazu sagen. Ne? Also gut. Die Preise steigen da wirklich. Das muss man einfach wissen, was einem da lieb ist. Also vom Verbrauch her definitiv. Die Dieselheizung verbraucht eindeutig mehr als eine Gasheizung. Das muss man sagen. 30 sind wir durch. Jetzt gucken wir uns mal das Ganze nämlich in der App an. Da gibt es nämlich auch einen großen Unterschied. Und zwar ist das nämlich, dass ihr ein paar Werte gar nicht habt. Ein Riesenscheiß ist das. Finde ich auch, ehrlich gesagt. Also, das ist das Schlimme. Ich empfehle euch eins. Habt bitte erst eine Dieselheizung und wechselt dann auf eine Gasheizung. Dann habt ihr die Freude, dass ihr auf einmal in der iNet-Box, immer der TrueMap, auf einmal mehr Funktionen habt. Macht ihr das umgekehrt? Habt ihr nämlich weniger. Es geht nämlich darum, um die Temperaturanzeige. Normalerweise kann man in der TrueMap-App, ich blende euch da jetzt mal ein Bild ein, sehen bei der Gasheizung, nämlich die Temperatur vom Wasser, genau. Und die Temperatur kann man sehen vom Innenraum. Das habt ihr jetzt hier bei der Diesel nicht. Dafür das zweite Bild, das seht ihr nämlich nicht. Das Einzige, was ihr sehen könnt, ist das Gerät jetzt an 230 Volt Strom angeschlossen? Ja oder nein? Also ein oder aus und das war's. Auf Anfrage, Marcel hat das nämlich gemacht. Beim Thomas-Service, weil wir haben echt gedacht, also haben wir was falsch gemacht? Wir haben die doch einfach nur in den Kuwi ausgebaut, hier wieder eingebaut, angeschlossen und... Wieso zeigt ja, das und es fehlten die Werte. Und da habe ich auch gedacht, irgendwas ist jetzt hier faul. Muss man ein Update machen etc. Und da haben wir wirklich den Truma-Service angeschrieben. Und das muss man wirklich, aber da gibt es einen Daumen hoch für den Truma-Service, weil die definitiv sehr, sehr schnell antworten. Also das ist wirklich super dort. Aber die Antwort, naja, fanden wir jetzt nicht so schön. Weil die Antwort, da ging es darum, um Zeichen einer SMS. Ja. Was ich allerdings nicht ganz verstehen kann, denn als ich im Gasbetrieb war, habe ich auch immer zwei SMS gekriegt, weil ich noch die Level-Control hatte. Also ist die zweite SMS sozusagen erzeugt worden, weil es halt mehr Zeichen waren. Kann ich nicht so ganz verstehen, aber gut, okay. Ich denke, das ist einfach eine reine unterschiedliche Steuerelemente, die da drin sind, die das vielleicht gar nicht können. Genau, das ist nämlich eigentlich die Hauptbegründung. Du ziehst dich immer auf die SMS, aber sie haben... Ja, weil sie eine SMS geschrieben haben. Ja, sie haben aber nochmal, sie haben aber auch darauf hingewiesen, das Ding hat im Gegensatz zu einer Gasheizung, hat das Ding zwei Steuergeräte und deshalb funktioniert das nicht. Ich hoffe, dass es aufgrund der neuen Systeme, die Truma, die iNet X, dass das irgendwann kommt, weil das wäre natürlich ein Armutszeugnis. Dieselheizung wird gerne genutzt. Und dann hast du diese Werte nicht. Also, wir wissen nicht, wie warm es hier in dem Wagen ist, außer er hört auf zu heizen. Dann wissen wir, wir haben 21 Grad erreicht. Genau. Aber wir wissen auch nicht die Wassertemperatur. Das ist wirklich schade. Für uns die Lösung dazu, wir werden uns hier noch ein Thermostat reinrüsten. Und gut ist es, dann wird das schon hinhauen. Und dann kann man auch ungefähr sehen, wann geht die Heizung an und wann geht sie aus. Dann weiß man auch das von den Temperaturen. Genau. Beim Wasser ist es ganz einfach. Wenn man sich die Pfoten verbrannt hat, war es zu heiß. Genau. So testen wir gerade das Wasser. Genau. Ja, man kommt aber klar damit. Das zum Thema App. Nächster Vergleich, das Gewicht. Einmal schwer, einmal leicht. Ja, wer ist Diesel, wer ist Gas? Gibt es denn überhaupt Unterschiede vom Gewicht her? Was würdet ihr sagen? Wiegt die Dieselheizung, also das Heizgerät selber, mehr oder weniger? Was schätzt ihr?
Ihr könntet jetzt also stoppen und in die Kommentare schreiben oder wir verraten es euch. Wir verraten es. Sie wiegt genau das gleiche. Laut Herstellerangabe ist es genau gleich. Ich dachte, sie wiegt ein bisschen mehr. Nee, wir haben nur den Unterschied zwischen Heizstab, ja oder nein. Wenn du keinen Heizstab hast, hast du weniger Gewicht, nämlich 2 Kilo. Hast du mit Heizstab, hast du 2 Kilo. Heizstab heißt dann was? Naja, der elektrische Heizstab, den wir aber in beiden Heizungen hatten. Also von daher haben wir auch kein unterschiedliches Gewicht. Weil es heißt immer, eine Dieselheizung wäre schwerer als eine Gasheizung. Also wäre dieses Phänomen, dieser, keine Ahnung, was man dazu sagt, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, vielleicht, ich blende es euch vielleicht ein, ist auf jeden Fall hinf, das passt nicht. Aber man muss schon jetzt, wenn man ein bisschen fair ist, sagen, die Dieselheizung wiegt, das stimmt gar nicht, die Gasheizung wiegt eigentlich dann doch ein bisschen mehr als eine Dieselheizung. Oder nicht? Das ist richtig. Nämlich wir haben noch zusätzliches Gewicht. Wir brauchen nämlich bei der Gasheizung auf jeden Fall 2 Gasflaschen. Und die sollte man auch mit berücksichtigen. Rechnen wir mal mit einer Gasflasche. Wir sind heute fair. Kochen, gekocht wird nicht. Wir wollen nur heizen mit einer Gasflasche. Wir wollen nur heizen mit einer Gasflasche. Okay, ja. Und kochen wollen wir gar nicht. Das heißt, wir haben gar keine Gasflasche für die Dieselheizung. Bei der Dieselheizung brauchen wir keine Gasflasche. Genau. Genau. Wir brauchen nur, also man muss einfach die Gasflasche 11 Kilo dazu rechnen und das ist dann wirklich in der fairerweise Regel, muss man das so machen, genau. Weil in der Regel, wenn du eine Gasheizung hast, musst du auch mal umschalten können, du musst also als Reserve auch eine zweite Gasflasche an Bord haben. Das brauchen wir im Betrieb. Selbst wenn du die nicht hast, wir reden mit einer Gasflasche 11 Kilo, die hast du auf jeden Fall schon mal mehr. Das heißt, eine Dieselheizung ist dann tatsächlich ein bisschen verbraucht, weil den Tank, den hast du so oder so. Das heißt, ohne Tank kannst du nicht mehr fahren. Also da wollen wir dann nicht diskutieren. Und ich muss mich doch nochmal korrigieren, es ist doch die Dieselheizung ein ganz bisschen schwerer. Hab ich's doch gesagt? So ein Bengel. Wusste es doch. Da geht es aber nicht um viel, nämlich um irgendwie 1 Kilo oder sowas. Ein Kilo? Das vernachlässige ich. Nein, das darf man nicht vernachlässigen. Ich hab's doch gewusst, ich hab's euch doch gesagt. Ich wollte aber nochmal genauer gucken. Unfassbar. Will ich ja Lügen erzählen. Also, ihr spart 10 Kilo auf jeden Fall. Und von der Gasfüllung wollen wir noch gar nicht reden. Wir reden nur von der Flasche. So viel zum Thema Gewicht. Also da ist die Dieselheizung dann doch mal Daumen hoch. Sonst werden immer gesagt, was ist denn das Beste daran? Sie ist zumindest leichter. So, worüber reden wir jetzt? Tja, jetzt unser persönliches Fazit dazu. Genau. Jetzt kommen wir noch zu unserem persönlichen Fazit, warum wir uns für die Dieselheizung entschieden haben und warum wir das auch besser finden. Unter anderem, wenn wir nämlich reisen, dann habe ich keine Lust im Ausland zu gucken, wo kriege ich deutsche Gasflaschen oder halt Gasflaschen, die ich hinterher wieder loswerden will. Oh nee, oder ich habe vielleicht genug Reserve-Gasflaschen an Bord, das kann man ja auch machen, dass man sagt, man nimmt eine dritte oder vierte mit. Oder du hast verschiedene Adapter, weil das geht auch. Genau, dann muss ich aber trotzdem die Gasflaschen ja wieder loswerden, denn ich muss sie ja kaufen im Ausland, muss sie dann wieder herholen. Ach, das ist mir alles ehrlich gesagt zu kompliziert. Das ist einer der Gründe. Was halt komisch ist, weil normalerweise, wir haben... Man könnte das in der EU ja auch Norm unterliegen. Wir haben genormte Gurken und Bananen, aber keine genormten Anschlüsse Gasflaschen, für Gasflaschen. Das ist halt komisch. Aber genau. Das ist wirklich... So, da, das ist der Hümer. Ich muss dir mal kurz dazwischen. Ein alter Hümer, weil wir sind hier gerade am rumdiskutieren und etc. Und das ist ein Malibu. Ach nein, ist ja lustig. Ist ja lustig. Aber mit Klimaanlage. Okay, ja, wir bringen euch hier völlig durcheinander, ist egal. Wir sind noch auf Reise, deswegen. Deshalb dürfen wir das auch. Den Reisevlog habt ihr schon gesehen. So, gehen wir mal weiter nach unseren Fassung, warum wir uns für eine Dieselheizung entscheiden. Weil, wie gesagt, wir möchten nicht dieses Hin und Her, dieses Gasflaschen tauschen ist wirklich das blöde. Das ist das eine und das zweite ist, ich habe auch keine Lust, diese Gasflaschen immer zu wechseln und so. Ja. Das ist ja hinten so ein kleines Fach und so weiter. Ja, klar, geht alles gut. Und wir haben auch Alu-Gasflaschen, da geht das auch ein bisschen besser, das weiß ich auch. Aber trotzdem, da musst du dann diesen Sensor für die Truma Level Control da, das darfst du auch nicht vergessen und dies und das und jenes. Es ist halt einfach einfacher, an eine Tankstelle zu fahren, den Rüssel da in den Tanköffnung reinzupacken und dann im Prinzip zu tanken. Ist einfach so. Das heißt, pure Faulheit unser Eins ist eigentlich das Haupttenor, warum wir uns für eine Dieselheizung entschieden haben. Wir möchten es einfach sehr einfach haben. Wie du sagtest, ab zur Tanke, rein und gut ist. Und ja, uns war auch bewusst vorher, dass es natürlich auch eine ganze Ecke uns mehr kostet. Einmal mit der Unterhaltung, also sprich, wir müssen einmal Diesel tanken und so weiter. Und wir haben auch mehr Verschleiß. Also das heißt, wir werden irgendwann eher mal Reparaturen haben.
Und das zweite ist natürlich, die Anschaffung kostet auch eine Ecke mehr. Ja, aber für unsere Autarkie, ach ja, und das ist natürlich auch ganz wichtig ja wieder. Wir haben ja gesagt, Stromverbrauch ändert sich ja auch einiges. Die Dieselheizung hat natürlich einen höheren Stromverbrauch. Das heißt, wenn ihr sehr viel autark stehen wollt, müsst ihr vorsorgen mit zusätzlichen Batterien oder halt mit Lithium-Phosphat-Batterien. Also da hast du aber schon gesagt bei der Gasheizung. Genau, aber das war nochmal halt das, was man halt noch berücksichtigen muss. Was bei uns aber kein Problem war. Genau. Das soll es gewesen sein, unsere Erfahrungsberichte, weil wir hatten wirklich den großen Vorteil, wir konnten die Gasheizung 6E austesten. Ehrlich gesagt, wir sind sehr dankbar, dass wir auch beide Systeme testen durften, das muss man dazu sagen. Also dementsprechend sind wir, glaube aussagefähig, was dieses angeht. Wie gesagt, ihr selber müsst es natürlich wissen, es ist wieder eine Glaubensfrage, genau wie ob sauber Kompressor ist es auch Gas und Diesel. Aber bei Diesel muss man einfach fairerweise sagen, extrem hohe Kosten, muss man einfach damit rechnen. Aber sie sind es uns wert, dafür sind wir, können wir ein bisschen fauler im Leben sein und aufgrund des Stresses, den wir auf Arbeit haben, ist es ganz gut. Ich glaube, das ist so das Grundlegende, was man sagen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Diskussion einsteigen. Und Facebook nicht vergessen, Instagram, wenn ihr Instagram habt, dann seht ihr immer, wo wir gerade sind. Also solange Facebook und Instagram in Deutschland und Europa noch geht. Wenn ihr unsere Reisen auch nicht verpassen wollt, dann folgt uns auch bei den Reisevlogs sozusagen. Also guckt die Reisevlogs. Lohnt sich immer, weil wir dort meistens ein bisschen basteln. Da zeigen wir euch schon mal was. Also und ihr lernt neue Sachen kennen. Genau. Das ist auch immer. Außer Hamburg, da gibt es jetzt den zweiten Teil, das habt ihr schon gesehen. So, das soll es jetzt gewesen sein. Allzeit gute Fahrt, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.